Hey Leute, was geht? Und herzlich willkommen zu einem neuen Real-Life-Video im Wald. Und ja, es geht mir wieder um unsere Hütte und ich möchte was erzählen. Und übrigens, hier liegt eine kleine tote Maus. Und übrigens, hinten war auch ein toter Vogel. Nämlich, ich bin mit Fahrrad hier hochgefahren. Das war toll, super anstrengend. Aber das ist nicht schlimm. Ich möchte mich über meine Hütte errichten. Sondern hier. Nämlich hier von über ein kleines Update. Das da hinten ist immer noch nicht fertig. Also ich weiß nicht, was wir da getan haben. Aber wir haben da vorne erstmal ein Update gemacht. Aber da hinten diese Stöcke. Wenn wir das dann fertig haben, gebaut haben, das wird nämlich endlich unsere Toilette. Dann haben wir nämlich endlich eine Toilette. Ja, hier hinten ist es sehr schön. Und hier ist unsere Hütte. Ich bin sehr stolz. Und da oben, wir haben einen schönen Anfang, erstmal schön Moos. Aber wie das Ganze errichtet ist, will ich euch heute berichten. Nämlich hier, das haben nicht wir gebaut, sondern das war eine Kindergartengruppe, die Geburtstag hatte. Und darüber möchte ich heute berichten. Also, Leute, es ist leider schon einen Monat her, weil ich das... Bin über die Stöcke gestolpert. Aber ich konnte es leider nicht filmen, weil es so kalt war wegen Winter und so. Also, da wollte ich mich noch kurz entschuldigen, dass ich so lange keine Waldvideos hochgeladen habe, was wirklich insane ist. Dass ich so lange nichts mehr hochgeladen habe, sondern keine Waldvideos hochgeladen habe, wollte ich mich noch mal entschuldigen. Aber das war eine Kindergarten-Geburtstaggruppe und ich sag euch, vorhin sah das noch etwas anders aus. Diese Stützen an der Seite waren noch nicht da. Also wir haben da noch auf jeden Fall Sicherungen dran gebaut, damit was die Kindergartenkinder auch gebaut haben, auch sicher ist. Weil die haben uns wirklich echt geholfen. Und es war ein Kindergarten-Geburtstag-Gruppe. Und da war noch Ältere dabei. Also das haben nicht nur die Kindergartenkinder gebaut. Aber das haben wirklich sie gebaut. Aber es ist leider schon einen Monat her, also deswegen haben wir auch schon so viel Sicherung. Und übrigens, der Förster war da, deswegen ist da so ein Schnitt. Also bitte nicht wundern. Und dieser Baum wird auch noch gefällt, weil er so ein Strich ist. Und übrigens, da war mal so ein Schlüssel drin. Und der ist leider rausgefallen oder irgendwo jetzt stecken geblieben. Und da oben ist auch ein Seil, was auch sehr, sehr komisch ist. Man kann es schlecht sehen, aber so ein Haken. Was für Haken. Aber das ist wirklich insane, was wir gebaut haben. Also insane, wirklich. Und das ist unser Hund Amy, der das gerade gebellt hat. Okay, man hat es gehört, denke ich. Und übrigens, bei der Toilette haben wir diesen riesen Ast hier gefunden. Was für Ast? Wurzel gefunden. Und das ist gar nicht... Und dann haben wir noch so einen anderen gefunden, nämlich den hier, was ich auch heftig krass finde. Das haben wir irgendwie mit der Gartenschere abgesprochen, wollte ich sagen. Abgeschnitten. So. Aber das, was sie gebaut haben, also wir haben die Sicherung gebaut, aber das ist wirklich insane, ne? Also das haben nicht nur die Kindergartenkinder gebaut, sondern auch die Eltern glaube ich, mitgebaut haben. Aber Leute, ich wollte nochmal sagen, das war ein Geburtstag von meinem Freund, der kleinere Bruder hatte Geburtstag. Aber ich habe keine Ahnung, woher die Hütte gefunden hat und wie oder was oder wo oder wie haben die das gebaut bekommen? Ich check's einfach nicht. Falls ihr Ideen habt, wie die das gebaut haben, wie die drauf gekommen sind, einfach ein Update zu machen. Und übrigens, da haben wir hier hinten um die Ecke. Hier hinten, wo es noch nicht da war, eine Schatzkiste einfach. Hier oder so. Ich glaube, da um die Ecke war einfach eine Schatzkiste. Also wirklich. Also, und da war übrigens mein Opa da. Also,
keine Ahnung, wie es hingekriegt haben. Also mit Sicherheit, also wir haben keine Sicherung gebaut. Aber ich wollte noch mal davon berichten, von diesem Update, was einfach Kindergartenkinder und Ältere gebaut haben. Und übrigens, ich habe mit einem Freund von mir hier diesen Stein rübergetragen, aber der war so schon zusammen. Also der war irgendwie. Was ist das denn? Dieses kleine Tierchen. Ich glaube, man hat es nicht gesehen. Aber ich glaube, es war, glaube ich, irgendwie so. Oder so. Oh. Okay, aber ich würde sagen, deswegen würde ich sagen, tschüss und tschüssikowski.